herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Baraya und ich zeige euch jetzt ein neues Junk Journal bzw. ein Tagebuch. Ganz spontan angefangen. Ich habe gerade eine Woche dafür gebraucht. Für eine Freundin zu ihrem 16. Geburtstag. So, und das möchte ich euch jetzt hier mal ein bisschen genauer zeigen. Dieses kleine, süße Junk Journal Tagebuch hat ein kleines Dingeldangel mit Federn, mit einem Anhänger, mit ganz viel, ja, sagen wir mal Gebamsel. Ich glaube, Gebamsel trifft es ganz gut und ist insgesamt mit zwei Signaturen ausgestattet. Die zwei Signaturen haben ein bisschen mehr als 10 Seiten. Ich meine, die eine hat 11, die andere hat 12. Ja, und dann könnt ihr euch ja ausrechnen, wie viele beschreibbare Seiten dabei rauskommen. So, unser liebes Tagebuch ist mit Seidenpapier gemacht und mit Gilding Wax. Ich habe hier ein paar schöne Liebesmarken gefunden, die perfekt dazu passen. Und natürlich auch ein bisschen was, was man in dieses Seidenpapier reinsetzen kann. Ja, die Teile habe ich von Funkelkram und die Liebesmarken sind tatsächlich ganz alt. Also ich von meiner Oma sogar noch. Da habe ich eine schöne kleine Sammlung geerbt und werde sie jetzt Stückchen für Stückchen in ganz tolle Junk Journals verpacken. So, dann habe ich noch ein Schloss gefunden und ich finde das einfach nur total süß für ein Tagebuch. Und natürlich, ein Junk Journal Tagebuch ist was anderes als ein normales Tagebuch, wo man dann einfach so eine kleine Lasche macht, Schloss und fertig. Dieses Junk Journal möchte groß sein. Und deswegen muss ich die Ketten auch wirklich dem Junk Journal hier anpassen, dass das Buch auch wirklich zugeht. Weil, wie man sieht, da ist ein bisschen was drin. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. So, ein kleiner süßer Schlüssel an einer kleinen süßen Kette. Und dann kann dieses Schloss aufschnappen, wenn man das richtig aufsperrt. So, legen wir das mal zur Seite. Und genauso werde ich jetzt diesen kleinen Dingeldangel, der hängt hier an der Lasche, schaut, werde ich auch abmachen, damit der nicht kaputt geht, weil ich das Journal ja auch verschenken möchte. Und das soll natürlich schön und fein sein. Und ja, insgesamt habe ich das sehr robust gemacht. Deswegen wird es auch einiges aushalten. Es soll ja auch benutzt werden. Es ist nichts zum in den Schrank stellen und nur angucken. Dafür wäre es zu schade. Das ist wirklich, wie ihr seht, man kann ganz schön drauf rumdrücken, drauf rumtatschen. Es ist nachgiebig und trotzdem fest. Ich würde es mal elastisch bezeichnen. Ich habe das Seidenpapier, nachdem ich es aufgeklebt habe, mit Mod Podge bearbeitet. Ja, nun wollen wir einmal einen Blick ins Buch führen. Hier an der Stelle habe ich einmal meinen kleinen Stempel reingesetzt. Ich glaube, ich bin noch nicht so weit, dass ich meine Junk Journals durchnummeriere, die ich hier zeige. Das wird vielleicht auch noch mal kommen. So, dieses Buch, wie ihr seht, ist für die liebe Paula. Und ja, beginnen wir mal hier unsere kleine Tour. Das ist das, was ich immer gerne in die Junk Journals packe. Das ist ein kleiner Umschlag. Und in diesem Umschlag befindet sich eine Erklärung, was ist denn eigentlich ein Junk Journal? Was kann man von so einem Junk Journal erwarten? Was ist die Übersetzung von einem Junk Journal? Warum wurde das eigentlich mal gemacht? Und ich denke mal, dass viele Leute, die man so mit einem Journal beschenkt, noch gar nicht so richtig damit was anzufangen wissen. Deswegen, das erklärt so einiges, mein kleiner süßer Lieblingsstempel. Und gleich vorne findet man auch ein Lesezeichen. Weil wie üblich in einem Junk Journal ist ja nicht so, dass man einfach von vorne nach hinten durchschreibt. Man nimmt sich ja mal die Seite, die einem besonders gut gefällt. So, das Leben ist schön. Ich finde, das passt einfach auf so ein Lesezeichen. Diese Lesezeichen haben eine angenehme Größe. Man sieht immer diese Tüdel hier oben, wo man gerade ist. Und vielleicht mag die liebe Paula das ja benutzen als Lesezeichen. Oder natürlich auch für ein ganz normales Lesebuch. Das werden wir sehen. Genau, so angefangen habe ich dieses Journal mit einer Edith Holden Seite, beziehungsweise genau zu sein gleich mit zwei. Ich lege es mal so hin, ich hoffe, ihr könnt das gut sehen.
mit Zweien über den März. Hey, Paula hat nämlich im März Geburtstag und da finde ich doch, dass die Märzseiten mit einem schönen kleinen Märzgedicht da doch perfekt reinpassen als Beginn. Genau. So. Dann werde ich zwischendurch mal kurz kontrollieren, ob ihr das alles auch noch gut sehen könnt, wie das Buch liegt. Ja, ich sehe, ihr könnt es sehen. Das ist großartig. Genau so soll das sein. Hier habe ich Washi-Tape genommen. Das ist ein Stoff-Washi-Tape. Total süß. Ich hoffe, ich finde sowas nochmal wieder. Es ist großartig. Wobei man sagen muss, ich habe hier tatsächlich ein bisschen Kleber dazu genommen. Und zwar habe ich hier diesen Junk Journal Kleber von Funkelkram genommen. Einfach um das zu verstärken, weil man weiß ja nicht, wie oft das auf und zugeschlagen wird. Das muss echt halten und das darf da bleiben. So, insgesamt habe ich hier in dem Journal viel kleine und größere Stempel eingebracht. Und auch hier sieht man Funkelkram-Stempel. Hier habe ich mal so eine ganze Kiste an Sprüchestempeln mit so ganz kurzen, süßen Sprüchen gekriegt. Und die habe ich hier auch mit eingearbeitet. So, hier finden wir ein Gedicht. So, und ein Gedicht über die Freude gefunden. Und auf der Rückseite Platz zum Schreiben. Und das war mir hier besonders wichtig, dass ich in diesem Journal, was ja auch ein Tagebuch ist, ganz viel Platz zu schreiben lasse und nicht alles voll dekoriere, sodass man keinen Platz mehr findet. Und gerade Leute, die damit noch nicht umgehen können mit so einem Junk Journal, die haben dann vielleicht auch einfach mal Angst oder Sorge, über ein Bild drüber zu schreiben oder irgendwas, was für normalsterbliche Menschen nicht unbedingt zum Beschreiben aussieht. Leute, die mit Junk Journals Erfahrung haben, die tun das natürlich. Die schreiben einfach quer über Bilder und oder kleben sich ein Zettelchen drauf oder was auch immer. Nur die damit auch keine Erfahrung haben, die kann man damit schon echt stressen. So, jetzt haben wir hier aus dem Funkelkram Paperset von den Elfen ein Blättle, also ein Teil von dem Organizer. Und hier finden wir von der Luise Heinzel, und da habe ich nämlich auch ein Printable gekauft. Total schön, Fall in Love, also eigentlich ein Herbstset. Nur ich fand einfach, dass hier, das passt einfach so schön auch in dieses eigentlich Frühlingsjournal oder ja, zu einem Märzgeburtstag. Ich finde, das passt auch wenn das eigentlich für Herbst gemeint war. So, jetzt habe ich hier ein schönes altes Kochbuch auseinandergenommen. Keine Sorge, davon gibt es noch mehr Seiten. Ein paar Sticker, ein paar schöne, habe ich gefunden. Hier finden wir wieder von Luise Heinzel das Fall in Love Blättle. Und das habe ich mir tatsächlich in der Online-Druckerei drucken lassen, damit ich eine schöne, feine Papierqualität bekomme. Mit, ich glaube, 160 Gramm und ein mattes Papier oder eher mattes Papier. War mir wichtig, weil unser Drucker, der ja, druckt zwar, aber bestimmt nicht diese Qualität. Genau, ich habe überall so geguckt, dass ich kleine Ecken reinpacke, wo man dann einfach hier so kleine süße Sachen reinpacken kann. Hier wieder meine Liebesmarken. Und ich habe mich wirklich schwer getan, die hier reinzupacken, weil dann sind sie weg. Andererseits freue ich mich darüber, wenn sich jemand freut und einfach kleine süße Bilder hat, die einfach, ja, ich weiß nicht, irgendwie haben Liebesmarken was Schönes, Nostalgisches. Sudoku, einfach ein bisschen was fürs Hirn. Macht ja auch Spaß. Wieder viel Platz zum Schreiben. Und hier finden wir eine Liste zum Thema Dankbarkeit. Wieder ein Funkelkram-Stempel. Und jetzt kommt mein absoluter Lieblingsstempel. Der ist so süß. Ich weiß nicht mal mehr, wo ich den gefunden habe. Das ist ein ganz, ganz kleiner, süßer Holzstempel. Ich hoffe, ihr könnt ihn vernünftig sehen. Und der ist einfach mega niedlich. Und genau, wir finden überall kleine Stempelchen. Hier habe ich die Not zur Tugend gemacht, ein Papiertütchen bekommen, wo ich dachte erst so, okay, Werbung. Aber diese Werbung, die hat ein echt stabiles Papiertütchen mitgebracht. Und das habe ich hier mal direkt umgewandelt in eine kleine Tüte, habe einen Knopf drauf genäht, habe hier so ein Eyelet reingepackt und auch dort befindet sich ein Gedicht drin. Das werde ich jetzt nicht auspacken, weil das ist ein Geknister und Gefummel. Das kann Paula dann ganz in Ruhe selber machen.
Jetzt habe ich hier Lexikonseiten, Sticker. Hier finden wir wieder eine schöne Seite aus dem Funkelkram, Elfenpapier. Das fand ich einfach großartig hier für die Mitte der ersten Signatur. Ja, ich weiß, man kann darauf schreiben. Ich glaube nicht, dass Paula das macht, weil dieses Papier einfach so super schön ist. Mal gucken, ob sie es mir verrät. Ja, und ich habe hier überall so Tüllü dran gemacht, ein bisschen Spitze. Und das habe ich hier mit Distress Ink eingefärbt. Und ja, ich habe die Spitze hier so draufgelegt und einfach ein bisschen durchgestempelt und geschaut, dass ich einfach ein bisschen Stempelfarbe hier mit in den Bereich bekomme. So, wieder einmal Tea-Dyed Paper. Ja, und da muss ich sagen, liebe Jutta von Funkelkram, du hast recht, irgendwie sind Tea-Dyed Papers cooler als Coffee-Dyed. Ich habe auch welche Coffee-Dyed, but Tea-Dyed is better. Okay, hier finden wir wieder ein Gedicht. Ich habe mal geschaut, dass in meiner kleinen Gedichte auf der Rückseite noch ein bisschen Platz zum Schreiben haben. Ein senkrechtes Bellyband. Ich weiß gar nicht, nennt man das eigentlich anders, nur weil es senkrecht ist? Eigentlich ist ein Bellyband ja quer. Nun gut, vielleicht kann mir das ja jemand beantworten. Schauen wir mal, vielleicht bekomme ich ja Kommentare zu meinem Video. Noch ist mein Kanal ja nicht ganz so groß. Ja, hier herrlich Verbandmull. Ich habe eine Kompresse auseinandergenommen. Diese Kompresse einfach mal mega bunt mit allen Distress-Farben, die ich so finden konnte, einfach mal durchgefärbt. Genau, und auch hier immer die Stempel auch in der Farbe variiert. Das soll einfach bunt und lebensfroh sein. Und wie sich das halt für ein 16-jähriges Mädel gehört, ein bisschen bunt und unfertig. Das heißt, hier ist noch ganz viel Platz zum Fertig und Weitermachen. Natürlich darf so eine Junk Journal Card auch nicht fehlen. Die habe ich tatsächlich mal aus einem übrigen Stückchen Papier gemacht, was ein bisschen geknüttelt war. Und da habe ich mehrere davon gemacht, die sind total schön geworden. Hier habe ich noch eine zweite, die habe ich ja einfach nur mit einem linierten Papier und einem, ja, ich muss gestehen, ich habe mein Goethe-Buch auseinandergenommen, mit ein bisschen Goethe verewigt. So, ja, hier finden wir wieder eine kleine süße Liebesmarke. Und wieder von der Luise Heinzel, das schöne Papier mit dem Füchschen und den Pilzen. Gut, ich gebe zu, im März wachsen jetzt noch keine Pilze. Man möge es mir verzeihen. Ja, viele Menschen treten in dein Leben, aber nur wenige hinterlassen Spuren in deinem Herzen. Ich hoffe, dass hier vielleicht der ein oder andere Name auf dem Papier dann auftaucht, der ja, in Paulas Herz Spuren hinterlässt. So ein bisschen was zu lachen, ein bisschen was zu schreiben. Hier haben wir ein, was ist das? Liebtaner Käserezept. Da die lustigen Rezepte habe ich in diesem Buch gefunden. Die werden garantiert auch noch in weiteren Junk Journals auftauchen. Ja, hier ist das Papierset von Funkelkram wieder. Mal gucken, ein bisschen Bullet Journaling ist ja auch fein. Genau, und hier seht ihr, ich habe das Muster, was wir vorne in den Taschen, in dem Cover hatten, habe ich direkt weitergeführt. Was natürlich nicht fehlen darf, ist Musikpapier. Ich habe so viel schönes Notenpapier und das ist auch hier oben so ein bisschen angerissen und so, wie sich das für so ein Junk Journal halt gehört. Das hier war die erste Signatur, abgeschlossen mit einem kleinen Schmetterling. Ja, hier kommt die zweite Signatur. Darf ich gleich mal anfangen? Dieses süße Ding habe ich bei Glücksknoten gelernt. Das ist eine Falttechnik, die ich mir bei Glücksknoten angeschaut und nachgebastelt habe und muss sagen, es ist wirklich einfach und das macht richtig Spaß. Also schaut gerne mal bei den Mädels von Glücksknoten vorbei. Das ist cool. Wichtig ist echt ein quadratisches Papier zu nehmen. Dann läuft das auch. Also wirklich quadratisch. Ja, hier kommen wir auf die erste Seite und ja, hier haben wir so ein kleines Lieblingsteil von mir, das ist eine Klemme und ich habe mich neulich beim Aufräumen die Originalklemme gefunden, das ist nämlich die hier. Die habe ich damals von meiner Freundin Katrin mal bekommen, zu einem Geburtstag. Da hatte sie mir irgendwie einen Gutschein gemacht, diese Klemme dran gehängt und ich habe sie hier nachgebastelt und mit eingefügt. Noch eine selbstgemachte Karte dazu.
Übrigens, die ist aus einer Büroklammer, muss man dazu sagen. Eine Büroklammerkarte. Das ist eine Riesenbüroklammer und die ich euch gerade gezeigt habe, ist eine kleine Büroklammer. Mega cool zu biegen. Man braucht so eine kleine Schmuckzange, wo man dann wirklich diese Rundung hinbekommt. Vielleicht mache ich da ja mal ein Tutorial zu. Genau, hier haben wir einfach ein Kärtchen mit einem London-Stempel. Ist auch von Funkelkram der Stempel und ein bisschen Aquarellfarbe dazu. Hier wieder ein Gedicht und hinter dem Gedicht, zupfe ich euch mal raus, hinter dem Gedicht finden wir wieder ein bisschen Platz zu schreiben. Ja, und in diesem kleinen Täschchen hier unten, da ist natürlich noch total viel Platz. Also hier kann, oh, keine Ahnung, Postkarte rein, Brief, was auch immer man in einem Tagebuch gerne hinterlegen möchte. Hier ist noch, und da kommt natürlich gleich der Gegenpart mit der zweiten Tasche. Da passt auf jeden Fall noch was rein. Ja, hier haben wir wieder von der Luise Heinzel das wunderschöne Papier. Und ein paar kleine Sprüche und hier hat man Tea-Dyed Paper. Ja, Tea-Dyed läuft auf jeden Fall. Genau. So, auch das hier findet man in dem Papierset von der Luise. Mega süß und ich fand das einfach zum Klappen so schön, weil einfach so ein Glas hinkleben, dachte ich mir, nö, ist mir zu langweilig. Aber so ein Glas, was man so aufklappt und dahinter noch schreiben kann auf dem Notenpapier, großartig. Das macht auf jeden Fall richtig Spaß. Wichtig ist beim Ausschneiden einfach eine kleine Lasche kleben, hängen lassen, dass man das auch klappen kann. So, wieder Schreibplatz. Eine kleine süße Liebesmarke. Darf nicht fehlen. Und wieder das super bunte, feine Kompressengedöns. Mit dieser kleinen süßen Elfe von Funkelkram. Gut, hier wieder Say Cheese. Ja. Yeah. Mit Schreibplatz. Genau. Hier wieder ein senkrechtes Bellyband, auch mit einem kleinen Tag, den man noch weiter basteln kann, wenn man möchte. Mit ein bisschen Sudoku-Papier. Wieder das schöne, bunte, farbenfrohe Band. Hier so einem kleinen, ja, ich weiß gar nicht, wie man die Dinger nennt. So ein kleiner Reminder. Sunshine und ein nettes Plätzchen, genau. Und hier, jetzt sieht man endlich, dass es ein kleines, eigentlich ein Herbstblättlein ist. Nur ich denke auch mal, dass wenn Paula das wirklich als Tagebuch benutzt, dass es möglicherweise, hoffentlich, vielleicht bis in den Herbst reicht. Hier kommen wir zur Mitte des kleinen Junk Journal Tagebuchs. In der Mitte habe ich nochmal hier etwas zum Ausklappen gemacht. Wishlist könnte da zum Beispiel sein. Vielleicht überklebt sie das auch. Schauen wir mal. Vorne und hinten Platz zum Schreiben. Und Blätter die Blätter. Hier dieses Papier von Luise Heinzel ist auch schon wunderbar vorliniert. Wenn man ein Problem hat, auf, sag mal, unlinierten Seiten zu schreiben, perfekt. Wenn man kein Problem hat, auf unlinierten Seiten zu schreiben, ist es trotzdem schön. Das hat so ein bisschen diesen Schwul- Papiercharakter mit diesem Seitenrand. Und ich finde, das sieht einfach fein und nostalgisch aus. Ja, schwarze Spitze. Hier haben wir einen Umschlag angehängt. So, ich hoffe, ihr könnt es noch komplett sehen. Und wichtig für ein 16-jähriges Mädel, pfeif auf den Prinzen, ich nehme das Pferd. Mal gucken, wie Paula das sieht. Genau, hier habe ich schöne Stempel benutzt von Tim Holtz und auch auf der, sag mal, Laschenseite des Umschlages genauso. Life is what happened to us while we're making other plans. Das ist ein sehr wahrer Spruch auf jeden Fall. So, bist du bereit? Ja, bereit fürs Leben, ne? Mit 16 darf man ja tatsächlich viel mehr als vorher. Mal gucken. Hier immer wieder diese kleine süße Elfe, die hat eine leichte Sturmfrisur, total niedlich. Und sie sieht auch sehr verträumt aus hier in ihrem Wald. Ich glaube, das ist eine schöne Buche, die dahinter steht. Ganz klasse. Genau, hier haben wir einen Sterntaler, das ist auch hier so eine Liebesmarke. Und ein bisschen Gelassenheit, wieder diese wunderschönen Funkelkramstempel. Die machen auch richtig Spaß. Wobei ich sagen muss, hier ist mir das Grün so ein ganz bisschen verflossen. Ich glaube, das liegt an dem
an dem Hamlet, der da drunter ist, hat ein leicht glänzendes Papier. Ja, Hamlet ist vielleicht nicht so gelassen, wenn sich so an die Story erinnert. Genau. Hier haben wir ein Beweisstück. Wieder eine kleine Tasche aus dem Printable von Luise Heinzel und eine kleine Journal Card mit Love drauf. So. Notenpapier. Ja, Kakteen sind einfach nur total süß. Ich fand, die passten so schön hier rein. Und was immer passt, ist Lebensfreude. Das ist, glaube ich, der vierte im Bunde. Stempel von Funkelkram. Herrlich. Da freue ich mich jedes Mal dran. So, und jetzt haben wir hier noch eine selbstgemachte Postkarte. Der Stempel ist auch bei Funkelkram erhältlich. Beziehungsweise Stempelset, muss man sagen. Man kann diese kleinen Teilchen hier auch rausnehmen, aber ich finde, das passt einfach so perfekt zusammen, wie es ist. Da habe ich mit Aquarellfarbe gekleckst und dann mit einer Stoffsprühfarbe in Silber und Gold so drüber gesprüht. Und das ist einfach, es hat, ich weiß nicht, ob man das so in der Kamera richtig sehen kann, das hat einen super schönen Schimmerchen-Effekt. Ja, ein bisschen Platz zum Schreiben, ganz klar. Und auch dieses Schimmern, finde ich, passt total gut zu dieser kleinen Ecke hier. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Spitze an dem schönen Herbst-Journal. Und hier hatte ich ja gerade schon angekündigt, die zweite Tasche. Na, hier haben wir nochmal so ein Bellyband-ähnliches Ding, also ein ziemlich breites mit den Kopfhörern. Und noch ein bisschen Platz zu schreiben. Das ist übrigens hier Serviettentechnik. Bisschen Gesso, ein ordentliches Craft-Paper und eine schöne Serviette, wo so diese Gräser drauf sind. Ja, das hat total Spaß gemacht. Vielleicht mache ich die auch nochmal. Schauen wir mal. Genau, und hier eine kleine Hommage. Jutta, du kennst den Spruch, den benutzt du ja immer. Aber ich finde, gerade für so ein Diary ist das perfekt. Selbst wenn es vollgeschrieben ist und man überlegt, Neues oder nicht. Genau, am Ende wird alles gut. Und wenn das noch nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht das Ende. In dem Fall muss man sich Neues hier zulegen oder basteln. Vielleicht kann ich Paula ja da anstecken, auch ein bisschen kreativ zu werden und sich sowas zu basteln. Oder kann auch noch mal rumkommen und mit mir hier so ein Journal zurecht machen. Wäre ja eine Idee. Ja, dadurch, dass wir hier ziemlich viele Sachen drin haben, die so hubbelig sind, das heißt, wenn man schreiben möchte, kann das natürlich ein bisschen blöd sein, wenn man mit seinem Stift hier rumfuhrwerkt, habe ich eine Schreibunterlage gemacht. Einfach Kalenderrückseite genommen und ihr seht's, ich bin eine Schreibunterlage, falls die Buchseiten ein bisschen uneben sind. Für Rückseite habe ich Geschenkpapier geklebt. Ja, hier ist noch ein bisschen Tim Holz Stempelei, herrlich. Also auf jeden Fall die beiden. Der ist noch aus dem anderen Stempelset. Genau, das lege ich dann einfach hinten rein. Das ist ja nichts Geheimes, falls es mal rausfällt. Es ist einfach nur die Schreibunterlage. Hier einfach Beispiele als kleine Tags. Auch total fein und süß. Und hier haben wir noch eine kleine Schreibkarte mit dem Eiffelturm. So, jetzt ist meine kleine Tasche hier ein bisschen zickig. Da passt natürlich noch was viel Größeres rein. Ich dachte eigentlich, ich packe die Schreibunterlage da rein, aber zack, die Schreibunterlage ist zu groß. Ich wollte es aber nicht kleiner machen. Ich fand das Format so sehr schön. Deswegen lege ich sie einfach rein. Genau, so, jetzt habt ihr einen Überflug über das Junk Journal bekommen. Es hat mega Spaß gemacht, das zu machen. Hier auch diese kleinen Buchecken und alles, super cool. Super viel Spaß. Ich habe sehr viel super gesagt, aber ich glaube, das trifft auf das Herzchen hier auf jeden Fall zu. So, dazu gibt es einen Umschlag. Und in diesem Umschlag habe ich nochmal hier mit einem Siegelwachs gearbeitet, aber so, dass man den Umschlag dahinter stecken kann. In diesem Umschlag ist der Geburtstagsbrief, ein Stift, und zwar hier so ein Mikronstift. Mit dem kann man echt so gut wie überall drauf schreiben. Als Rechtshänder, als Linkshänder, trocknet schnell. Ich finde die super, abgesehen davon wasserfest. Herrlich. Genau, so. Und was hier in diesem Umschlag dann natürlich noch kommt, ist der kleine süße Schlüssel.
wenn ich das Journalchen hier gleich wieder zusammengebaut habe, dann verstaue ich das Ganze, kommt das in eine schöne Geschenkbox und wird dann den Besitzer wechseln, und zwar zu dem 16. Geburtstag von der lieben Paula. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinem Junk Journal gebastel, gebimsel und ja, mit der kleinen Erzählung zu diesem Buch. Und ihr könnt mir gerne einen Daumen hoch geben, da freue ich mich riesig. Und noch mehr freue ich mich über Kommentare. Lasst uns gerne mal über ein paar Techniken diskutieren oder vielleicht habt ihr auch noch Ideen für mich. Ich liebe Ideen und mag auch gerne neue umsetzen. Ich verlinke euch einfach alle Sachen, die ich jetzt hier erwähnt habe, also Funkelkram, Luise Heinzel, Glücksknoten und Co. Verlinke ich euch mit in meiner Videobeschreibung. Dann könnt ihr da an die Kanäle hüpfen und ein bisschen forschen, was die Mädels so treiben. Total spannende Sachen, lohnt sich auf jeden Fall. So, jetzt freue ich mich drauf, euch beim nächsten Video wiederzusehen. Und lasst es euch gut gehen, so gut wie es immer möglich ist. Habt eine schöne Zeit und ja, bastelt euch was Schönes. Bis bald!